Oh Gott. Den, die Munition aus dem Händchen nehmen und... Scheiße, wo ist das Vieh? Ach komm! Ja, ach da. So. Schön. Ich kann jetzt schon mal öffnen. Der kam komisch auf mich zu. Kann ich das hier nehmen? Gott, warum geht das nicht auf? Das ist super jetzt. Das ist wirklich super. Boah. Mars City. Gut, ihr habt einen Einblick bekommen. Jetzt könnt ihr abschalten. Gut, danke. Jetzt habe ich gar keine Leute mehr, die zuschauen. Ich mag die Schrotflinte. Ist eine gute Waffe. Die ist treu. Gib mir treu zur Hand. Treu zur Hand. Gut. Das haben wir schon. Und jetzt? Was jetzt? Ja, hier hoch kommen wir nicht. Hä? Ja? Hä? Ich dachte, ich sei der letzte Überlebende. Zum Glück habe ich dich gefunden. Etwas ist passiert. Du siehst aber nicht ganz so gesund aus. Es lief wie eine Schockwelle durch die ganze Basis. Die Leute veränderten sich. Es war verrückt. Ich habe an den Ventilationsschächten gearbeitet. Keine Ahnung, wie ich überlebt habe. Hol Hilfe. Bitte. Ich glaube, für diesen Mann ist jede Hilfe zu spät. Niemals. Ich bleibe hier oben. Nur hier ist es sicher. Ich kann dir, ich hätte ihm auch genauso gut eine Waffe, eine Rüstung geben können. Du kriegst mich nicht darunter. Ich bleib hier. Und dann hätten wir Party machen können. Zu zweit. Da, apropos Rüstung. Sei vorsichtig. Ich weiß nicht, was da drin ist. Passt schon. In Doom 1 und 2 mochten die Entwickler auch irgendwie, wenn man irgendwas aufsammelt, dass dann irgendwie Viecher kamen. Alter, Blutbad? Alter, Scheiße. Scheiße, ich muss da runter. So, gut. Ich hab auf der Konsole, glaube ich, mehr Aim. So. Ich wollte die Rüstungsteile nur haben. Oh, ein Laptop. PDA, ja, komm, spiel mir ab. Hier ist Mark Stanton, Ladelistenkontrolleur, derzeit stationiert in Mars City. Ich weiß nicht, an wen ich das schicken soll. Darum schicke ich uns an mehrere Adressaten. Wer dazu gehört, verreck! Zeit für den Alter! Er ist wichtig. Die Verladevorgänge hier draußen machen mir große Sorgen. Als Ladelistenkontrolleur muss ich schließlich über alles informiert werden, was in Mars City ankommt oder es verlässt. Doch man hintergeht mich und verhindert, dass ich Frachtinformationen erhalte. Das ist inakzeptabel. Es könnte nicht nur bei meiner bevorstehenden Prüfung ein schlechtes Licht auf mich werfen, sondern es ist immerhin meine Aufgabe. Und ich hab satt, außen vorgehalten zu werden. Mein Team ist fort, sie sind alle tot. Keine Ahnung, wer ständig wieder rein oder rauslässt, ohne mich Ladelisten erstellen oder beschaffen zu lassen. Aber das muss aufhören. Ein Hafenarbeiter sagte sogar, ich solle mich verpissen, als ich einen der letzten Container, der direkt an Delta gehen sollte, stoppen wollte. Ich habe das sofort gemeldet und werde es auch beim Transitmanager besprechen, wenn ich ihn sehe. Log Ende. Kann ich machen etwas? Okay. Sieht wieder so aus. Also das ging in Doom. Wenn die einen den alten Doom teilen, von daher. Und jetzt? Ah, okay.
Okay, die Schrotflinte geht gegen solche schon mal besser. Was war da hinten? Oh, sehr schön. Das sind nur noch Kampfdrohnen. Ich mag die Teile. Ich glaube, das werden in Zukunft meine besten Freunde hier in dem Spiel. Gehe ich mal davon aus. Und ich mag das nicht. Der hat keinen Kopf. Er hat wohl seinen Kopf verloren. Zu viel Arbeit. Boah. Okay, Gehirn wegschießen. Ach Gott, Doom 3. Gar nicht brutal. Wo muss ich hin? Hier? Scheint so, als müsste ich. Lol, okay. Scheint so, als müsste ich hier hin, oder? Was so? Nee. Ich muss von da hinten hin. Ich wollte halt erst dahin, wo. Was irgendwie nicht offensichtlich war. Gut. Ich habe kurzzeit noch überlegt, ob das ein Zombie ist oder ein Mensch, aber er sah ziemlich zombiehaft aus. Oh, ein Boomer! Der nicht explodiert. Fake Boomer! So. Gut. Jetzt hier hin. Scheiße. Scheiße. Oh Mann. Sind das Kameras oder so? Was ist das? Ja doch, das sind Kameras. Nein, das kann keine Kamera sein. Das sind irgendwie irgendwas komisches. Irgendwas spaciges. Okay. Oh, da gibt es ein PDA. Das hören wir uns doch mal an. Audiolog von Dr. Cassian, zurzeit stationiert in Mars City. Ich war gerade beim wöchentlichen Status-Meeting auf der Krankenstation. Hauptthema war die große Zahl psychologischer Probleme in der letzten Zeit. Die Anzahl der Krankmeldungen lässt darauf schließen, dass 10% des gesamten Personals auf der Basis Symptome aufweisen. Da viele aber solche Probleme nicht melden, könnte die Anzahl der Betroffenen in Wahrheit näher bei 30-40% liegen. Selbst hier auf der Krankenstation verzeichnen wir einige Fälle. Mehrere Pflegekräfte und ein paar gute Ärzte sind aus ähnlichen Gründen krankgeschrieben. Ich werde offiziell die Entsendung von 2 weiteren Psychiatern mit dem nächsten Shuttle von der Erde anfordern. Unsere 2 sind überarbeitet und die schwierigen Sitzungen mit ihren Patienten wirken sich allmählich auch auf sie aus. Dr. Cassian, Ende. Er hat nicht gesagt, er hat die Zukunftscodes nicht gesagt. Nach Elysium. So, ja, dann rate ich einfach mal, 1, 8, 5. Na, hätte sein können. Okay, gut. Dann, übrigens, früher habe ich das mit meinem Vater, also ich habe mit meinem Vater gezockt, früher habe ich das mit meinem Vater so gemacht, dass wir im Internet nachgeguckt haben, einfach hier Schließfach 17 und geguckt, was für eine Nummer da ist, aber das mache ich jetzt ganz sicher nicht. Okay. Okay. Mikroskope. Was ist das? Was ist das? Alter. Boah. Ein brennendes Etwas.
Du hast Johnny umgebracht. Why do you do this? Ja, scheiß drauf. Ich gehe jetzt einfach einen Weg. Ich werde jetzt nicht immer alle Wege nehmen. Oh. 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 Scheiße. Da, guckt ihn euch an. Das Gesicht weg. Geätzt, gefressen, das weiß ich. Okay, es geht wohl nicht auf. Verbindung hergestellt. Louis, unglaublich, dass du noch lebst. Ich komme nicht nach Mars City zurück. Alle Passagen aus dem Delta-Komplex sind dicht. Ich richte einen Kommandoposten ein, um den Status der zentralen Delta-Behörde abzuhören und mit den Marine-Teams zu kommunizieren. Nimm Verbindung zum Bravo-Team auf und setz die Botschaft ab. Geh zum Alpha-Labor. Dann findest du sie. Ich aktualisiere deine PDA-Sicherheitsfreigabe. Gute Arbeit. Viel Glück, Marine. Speichert. Ich habe übrigens hier mein... Hier saß, hier an dieser Stelle, wo ich gerade stehe, saß mein Lieblingsasiate. Ich werde fehlen. Rest in Peace, Asiate. Komm, da komme ich doch sicher irgendwie rein. Nein! Ey, komm, da muss ich reinkommen. Scheiße. Oh. Scheiße. Ey, komm, da gibt's so viel Muni, da muss ich irgendwo reinkommen. Okay. Moment, PDA, das letzte ist, hab ich schon, ja, ist von diesem Wissenschaftler. Verdammt, warte, ich hab doch sicher irgendein PDA nicht angehört. Hier ist Mark Stanton, Lagelistenkontrolleur, derzeit stationiert in Mars City. Das hat mir schon. Ich weiß nicht, an wen ich das schicken soll. Dann nicht. Ach, fuck. Wir müssen PDA finden. Das da. Moment. Da. Verdammt. Wie komm ich denn? Wo muss ich hin? Unbedingt. So. Dumme Camper. Camper müssen bestraft. Also da und durch. So, und jetzt da. Sehr schön. So, jetzt diesen Bill. Audiobericht über die Truppenmoral. Die Kampfmoral beginnt zu sinken. Noch besteht kein Grund zur Sorge, denn ich achte darauf, dass meine Marines stets auf Zack sind. Aber die Vorkommnisse auf der Basis zermürben die Leute. Hier gehen Dinge vor sich. Seltsame Dinge, die schwer zu verstehen sind. Ich glaube, es liegt an den UAC-Experimenten. Hier draußen gibt es keine Regeln. Sie könnten also an Gott weiß was herum experimentieren. Es werden schon etliche Leute vermisst. Keine Marines natürlich. Zivilisten. Kurz gesagt, was auch immer hier los ist, macht meine Männer hochgradig nervös. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es noch keinen Grund zur Beunruhigung, aber ich schlage vor, die Truppen alle 90 Tage auszutauschen, statt alle 180. Ich werde sie weiter auf dem Laufenden halten. Und übrigens, der Code. Gut, dass schon weitere Marines hier unterwegs sind. Bitte sag, und übrigens, neue der Code. Gesichter werden helfen. Waffenlager. Sergeant Tyson Ende. Scheiße. Fuck, hab ich irgendeine Textdatei oder so? Ich sehe keine Nummern. Waffenlagercode im Marinekommando auf 584. Bitte. Oder wird das gemeint? 584? 584. Ja! Geil! Ja, sehr schön. Geil. Sexy. Super. Juhu! Geil. Einfach, damit ich es mir zeigen kann. So, und so wird es vielleicht noch ein paar Mal aussehen. Von hier komme ich doch, oder? Na klar, hier lag der mich angegriffen hat. Ja, von hier komme ich. Was tue ich überhaupt? Wo muss ich hin? Hä?
hier irgendwo hin? Nee. 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 Alter. Ah. Ich hasse es, Weg. Verdammt. Ich hasse es, irgendwie Weg zu suchen. Oh Gott. Das war die falsche Taschenlampe. Taschenlampe-Taste. Und zwar war das keine. Ja, hey, ich kann nirgends holen. Ich habe jetzt halt einen neuen Auftrag erhalten, aber ich glaube nicht, dass ich dafür zurück muss. Ah, okay, hier muss ich. Gut.